Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Big Frank Gaming und Star Wars Jedi Survivor. Yep. Wir sind jetzt gerade von diesem komischen Riesenviech, wo ich ein wenig, sagen wir es mal, improvisieren musste, sind wir wieder hochgekommen. Das bedeutet, wir müssen erstmal wieder zurück nach da oben, behaupte ich mal. Lebensenergie haben wir noch. Ja, wenn du meinst, alles gut. Das war fürs Erste. Nehme die Verfolgung auf. Versuch, dem hier auszuweichen. Stürme sie auf. Sie können nicht ewig blocken. Stimmt. Habe ich auch nicht vor. Bye, bye. Da geht's nicht weiter. Da geht's nur nach unten. Hier, da geht's auch eigentlich nur in die Tiefe und in den Todot. Aber könnte es sein, dass ich da weiter muss? Ich weiß es nicht. Gucken wir doch mal, wo es hier lang geht. Nur nach unten, dann komme ich hier oben wieder raus. Okay, da habe ich nicht wirklich was von. Okay. Ja, ich bin schon wieder voll im Fieber hier. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Spiel so ein bisschen mitfiebert oder ob ich das eigentlich relativ Wumpe ist, was wir hier machen. Ich finde das Spiel eigentlich ganz klasse bisher und eure Meinung steht noch aus. Ja, und die würde ich gerne in den... Wow! In den Kommentaren lesen. Hier oben! Wow. Sache, die Gegner werden härter. So langsam habe ich das Gefühl, wir kommen dem Ende des Spiels näher. Voila. Bist du mir mal? Ein Schlag und ich brauche einen Stim. Das ist schon eine Ausnahme hier. Stim. So, wir haben die Abkürzung hierhin freigeschaltet, aber wie geht's weiter? Das ist die Frage. Da ist nämlich noch so einer. Voila. Es geht in die Hose. Ich
Aber ich gebe nicht auf. Okay, ich gebe doch auf. Okay. Ab hier würde ich dann sagen, wenn jetzt tatsächlich solche Gegner auftauchen, ihr wollt die Story von dem Spiel ja mitkriegen und auch ein bisschen das Gameplay. Ihr wisst ja, ich bin eh nicht besonders gut, also ich breche mir da jetzt auch kein Bein ab zu sagen, komm, wir bleiben jetzt auf dem Story-Modus. Da reiße ich mir jetzt kein Bein aus. So, ach, jetzt ist ja dieses komische Monsterviech da unten auch wieder da, ne? Ja gut, nee, das Viech ist nicht wieder da, das ist schon mal ganz positiv hier. Trotzdem müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder latschen. Was natürlich mächtig ungeil ist. Wer bewegt sich da? Spoiler, du bist es nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir da überhaupt richtig sind an der Ecke. Ja, ich hoffe es einfach nur. Aber wir haben ja eigentlich eben schon festgestellt, dass wir gar nicht wissen, wie wir hier weiterkommen. Weil eigentlich muss ich ganz woanders hin. Aber komme ich da unten rum nicht dahin? Das ist die Frage. Nein, ich glaube, das führt mich da nicht hin. Um da hochzukommen, heißt das aber, dass wir da hinten lang müssen und da irgendwie drauf kommen müssen. Frage ist, wie kommen wir da hin? Schießt schon. Bin ich jetzt allein? Oh. Ja, bist du. Tja. Ich weiß, dass wir an der Ecke schon waren. Ist natürlich wieder was blöd jetzt, ne? Ach, ihr werdet ein Mist, werdet ihr. Trotzdem kommen wir nicht ganz unbeschadet aus der Sache raus.
Die Frage ist auch, was haben wir hier überhaupt zu suchen? Gar nichts, weil wir auch an der vollkommen falschen Stelle sind, weil wir eigentlich dahin müssen. Ich hab's ja fast schon wieder geahnt, ne? Das heißt, wir wollten hier eigentlich gar nicht hin und kriechen hier eigentlich vollkommen nutzloserweise durch die Gegend. So, da runter ist die richtige Richtung. Wir durften Flussbettwache. Nicht mehr weit weg sein. Hier war doch der Fischer, nichts, oder nicht? Was hier eine Siedlung aussieht. So kommen wir da durch. Los geht's. Die Frage ist, wo wir denn jetzt genau hin müssen. Ah, das sieht ganz gut aus. Die Lavaspalte. Und hüpf, 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 kleines Äffchen. Willkommen, großer Vogel. Ja, lass uns diesmal Abstand halten. Nein, lass uns diesmal erstmal meditieren, speichern, Lebensenergie auffüllen und in die Fähigkeiten reingucken. Das ist jetzt an der Stelle, glaube ich, wichtiger. Wir sollen wahrscheinlich noch gar nicht in das Camp der Badland Raiders, darum habe ich wahrscheinlich auch so viel Schnauze bekommen. Dann schauen wir uns die Widerstandskraft doch mal an. Max Lebenerhöhung ist immer gut. Auch wenn der Kerl heißt und nicht Max. Um Nahkampfangriffen automatisch auszuweichen. Ja, das könnte ja meinen schlechten Skill vielleicht ein wenig ausbügeln. Kannst losgehen, BD? Wollen wir doch mal hoffen, dass das jetzt alles so funktioniert. Alle hopp. Wow. Das ist ja, auch wenn es nur ein kleines Detail eigentlich ist, geil gemacht, muss ich sagen. Hier liegt alles in Trümmern. Tja, Imperium halt eben, ne? Ah ne, Quatsch. Die Raider. Ja gut, im Story-Modus ist der nicht wirklich eine Herausforderung. Selbst mit dem langsamen Schwert. Oh, das war toll. Ich bin Cage Vander. Dieser Schlammwühler hat am Außenposten deine Spur aufgenommen. Kerl, du hast uns wohl beobachtet. Das haben wir doch alle, Kerl.
Nicht jeder Neuankömmling stellt sich vor, indem er einen von Ravis bösen Jungs den Gar ausmacht. Ganz nebenbei, echt stark. Ich liebe große Auftritte. Danke. Und was willst du? Na, was ich will, Kerl, ist dich zu belohnen für jeden von denen, den du erledigt hast. Bist nicht der Einzige, der nach Kobo gekommen ist, um Frieden und Ruhe zu finden. Naja, für eine Belohnung für jeden, den ich erledigt habe, dann wird's aber teuer für dich. Hübsches. Er gehörte also zur Aktienbrot. Es werden noch mehr unterwegs sein. Du hast es erfasst. Kannst dich echt glücklich schätzen, dass meine Augen und Ohren überall sind. Komm zum Saloon. Dann helfe ich dir, den Jägern zuvorzukommen. Na gut. Ich überleg's mir. Alle haben ein Jetpack, nur ich nicht. Das ist was für den nächsten Teil des Spiels. Interessant. Naja. Komm schon, Kumpel. Wir müssen immer noch Dagens Zuflucht finden. Erstmal. Das hier. Spüre den Planeten und alles, was mit ihm verbunden ist, und dann greife nach ihm. Ich denke, ich... Da! Ich hab's gespürt! Genau so. Sehr gut, Padawan. Ja gut, aber hier bräuchte ich eine Energiekugel für... Die bekomme ich genau woher, bitte? Nirgendwo. Bin ich an der richtigen Stelle? Neun bin ich noch nicht. Ich müsste in die Richtung. Außen hoch? Nein, außen hoch keine Option. Hier runter irgendwo und klettern, auch keine wirkliche Option, so wie es ausschaut. Denn da oben kann ich mir auch nicht ranholen. Was bedeutet, ich habe hier irgendetwas übersehen, vermutlich. Ja, aber was soll ich hier übersehen haben? Vielleicht gehört das auch wieder zu den Stellen, an denen ich gar nicht sein sollte. Kann ich da dran springen? Nein, kann ich nicht. Brutzel, Brutzel. Ah, jetzt habe ich's. Da sind wir auf jeden Fall auch nicht alleine. Mal wieder. Ja, ist klar. Der war jetzt ein bisschen sehr einfach, möchte ich mal behaupten. Will mich da jetzt nicht beschweren, aber... Wir haben schließlich ganz weit runtergeschaltet. Da kommen wir auf jeden Fall so schnell nicht rein, aber da oben bestimmt. Ah, das sieht interessant aus.
funktioniert dieser Schrott nicht. Vielleicht sollte ich das blöde Ding einfach zerlegen. Tja. Drehen kann ich das aber nicht einfach, ne? Nein. Dieses Licht muss gegen diese Kristalle gerichtet werden, dann öffnet es sich. Aber drehen kann ich hier nichts, hier ist kein Drehschalter. Ja, jetzt brat mit rein an Storch, ich muss doch hier irgendwie Wigger kommen. Ja, woanders geht es aber gar nicht groß lang, das heißt, es muss hier drin irgendwie eine Möglichkeit geben jetzt. Keine Chance. Ah. Ja, ich bin schon da, mein gleitender Freund. Hier rein, das sieht besser aus. Von der Cordova gesprochen hat. Halten wir einen Moment an. Halten wir einen Moment an, relaxen wir ein wenig, entspannen wir, speichern wir. Und schauen wir, was es hier zu holen gibt, nicht wahr? Weil irgendwas muss es hier ja geben. Ja, hier kommen wir hoch. Wir sind nicht die Einzigen, die hier etwas suchen. Denkst du, es ist Dagon? Bestimmt. Ein Koppler. Dann ist auch die Energiequelle nicht weit. Was macht er? Ah. Gehen wir mal davon aus, dass sie hier drin sitzt, die Energiequelle. Guck mal, Feinde! Willkommen, Lady. Ist das Centauri Kree? Irgendwas blockiert das Ding noch da hinten. Aber was blockiert da? Nee, doch nicht. Ach, da kann ich durch. Ja, meine Güte, dann sag mir das doch einer vorher. Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ich verstehe, Meister. Darf ich jetzt gehen? Musst du irgendwo hin?
Na gut, aber komm danach wieder. Danke. Natürlich. Okay, das habe ich geschnallt. Dachte ich. Dann habe ich es vielleicht doch nicht geschnallt. Ah, ich glaube aber jetzt habe ich es. Geh da hoch, verdammt mich. Lasst euch von eurer Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen. Tannelor. Centauri Kree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Schon besser. Das hat geklappt. Das heißt aber genau was? Gar nichts, weil irgendwie nichts passiert. Das ist vielleicht nur eine Zwischenstation und ich muss die Energiequelle mitnehmen? Könnte ja immerhin sein, dass das so gedacht ist, ne? Das Ding jetzt da draußen einzusetzen. Und jetzt kann ich mit dem Ding umgehen. Ah, ich kann sogar nach unten schießen. Denkst du, mit dem Aufwind kommen wir rüber? Schon besser. Haben wir sonst noch irgendwo was? Sieht nicht so aus, als wenn wir sonst noch irgendwo was zu tun hätten hiermit. Da geht's aber auch noch irgendwo hin. Egal. Wir werden es rausfinden. Irgendwann. Irgendwie. Vielleicht. Das sieht nicht so aus, als wenn das klappt. Naja, nur irgendetwas Ähnliches von klappen. Okay. Das war also nicht der Sieg, den ich erhofft hatte. Na gut. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal wieder ein weiteres Rätsel lösen können. Ich glaube, der Vogel sollte uns nicht dahin bringen, wo wir jetzt gewesen sind. Oder wo ich versucht habe, hinzukommen. Er sollte uns garantiert nur hier wieder rüberbringen. Ach so, ja. Das brachte uns ja gar nichts hier rein. Verstehe, da war ja was. Los, geh hoch, Junge, geh hoch. Oh, das wird gar keiner.
Das wird gar keiner. Das wird gar keiner. Doch, hier ist ein Aufwind. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Frage ist aber, wo bringt uns der Aufwind hin? Hier gibt es nichts, wo wir hin können, wollen, würden. Außer zum nächsten Aufwind. Und wenn wir jetzt von Aufwind zu Aufwind fliegen, bringt uns das vermutlich auch genau nirgendwo hin. Da oben müssten wir eigentlich hin. Okay, ich hab's gesehen. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt dahin? Muss ich mal hier rumfliegen in der Hoffnung, dass ich da einen besseren Überblick kriege? Wow, Skywalker Trophäe, okay. Der wollte uns wohl nicht so lange tragen. Verstehe. Das stimmt für uns entschlüsseln. Nutzen wir den Aufwand. Ja, würde ich ja tun. Also muss es doch der hier sein. Ja, der muss es tatsächlich sein. Hier können wir auf jeden Fall auch wieder weghüpfen. Hier ist wieder so ein Zielgerät. Ein Richtstrahl. Und du gehst da runter. Und der Moment, in dem ich dann wieder über den leichteren Schwierigkeitsgrad froh bin. Aber gut, ich sag mal, ich bin ja auch ein mächtiger Jedi und ich... Und nicht der Noob, der hier spielt. Eieieiei. Willkommen, Jedi. In jeder Welt, die die Republik erreicht, warten neue Gelegenheiten, um zu teilen und zu lernen. Und wir können noch vieles von diesem Planeten lernen. Was habt ihr rausgefunden, Centauri? Was auch immer die rausgefunden haben, es war bestimmt nichts Gutes. Ich frage mich, welche Geheimnisse dieser Ort verbirgt. Ach, bestimmt so einige. Kobo-Materie. Überwuchert. Okay. Oh, ich sehe es gerade. Ei, Freunde. Die Zeit ist ja schon wieder abgelaufen. Hi. Das war schon Folge 15. Na ja, was haben wir Schönes gefunden? Probieren wir es aus. Ein Kobo-Zerkleinerer. Für BD. Okay. BD-1 kann jetzt Kobo-Materie auf Oberflächen sprühen. BD-1 kann jetzt Kobo-Materie auf Oberflächen sprühen. Mhm. Sprühe Kobo-Materie auf Strahlen aus Kobo-Resonatoren, um Hindernisse zu verbrennen. Ah. Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz ist mysteriös, aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren. Wie auch bei allem anderen.
Sobald wir es verstehen, können wir es benutzen und kontrollieren. Sie haben die Kobo-Materie und den Abyss studiert. Hat Bergen es so bis nach Tenanor geschafft? Die Energie mit der Materie verbinden. Vielleicht können wir dein Mahlwerk benutzen. Ja gut, das habe ich auch schon verstanden. Ah, so war das gemeint. Ich verstehe. Netter Trick, Kumpel. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es geschnallt. Bringt mich nur nicht wirklich weiter gerade. Doch, es bringt mich weiter. Ach, ich wollte eigentlich die Folge beendet haben. Leute. Ja, wo kam das Ding überhaupt her? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwo habe ich die Storeros hier trocke. Ah, da. So. Die Folge ist zu Ende. Jetzt aber auch wirklich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Dazu wäre es ganz cool, wenn ihr den Kanal abonniert und vielleicht das kleine Glöckchen anmacht, damit ihr wisst, wann die nächste Folge kommt. Aber ich sag mal, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, nicht wahr? Bis dahin bin ich raus, euer Big Frank von Big Frank Gaming. Ciao, ciao.